Ja, hallo, mein Name ist Florian Bauer. Ich mache Webseiten ausschließlich mit Joomla. Ich habe angefangen mit Joomla, ich glaube 1.0.12 oder 1.0.13 war die erste Joomla-Version, die ich verwendet habe. Und ich möchte mit euch jetzt mal zurück zu den Basics gehen, in die Joomla-Konfiguration. Das ist das Erste, was man wahrscheinlich mal macht, wenn man eine Joomla-Webseite aufsetzt. Und ich mache da auch immer das Gleiche da drinnen, eigentlich in den allermeisten Fällen. Und da jetzt mal alle Reiter durchzugehen, ist interessant, weil man kommt auf Dinge drauf, die man vielleicht wieder vergessen hat oder nie gebraucht hat und vielleicht brauchen könnte. Ich werde das jetzt einfach mit euch hier live machen, weil ich finde, es macht keinen Sinn, Screenshots zu zeigen, wo dann Optionen drauf sind und ein Pfeilchen, das irgendwas zeigt. Also wir gehen einfach direkt in die Joomla-Konfiguration hinein. Und melden uns an. Und die meisten haben wahrscheinlich von euch schon mit Joomla 4 gearbeitet, also die sollten dieses Dashboard hier kennen. Die Joomla-Konfiguration erreicht man entweder also über das Dashboard. Wenn man sich einloggt, sieht man als erstes diesen Screen, wo man auf Konfiguration klickt oder man geht auf System. Hier kommt man auch zur Konfiguration. Das ist beides das Gleiche. Ich denke, dieser Reiter, der wird allen bekannt sein, weil da macht man wirklich oft was. Also den Namen der Webseite ist klar, das ist der Titel der Webseite, den man vergibt. Website offline. Wenn man Änderungen auf der Webseite machen will, kann man die Webseite offline schalten, dann kriegt man einen Anmeldescreen und die Webseite ist nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern man muss sich anmelden und kann dann Änderungen sehen. Also wenn man größere Änderungen auf der Webseite macht, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, dass man die Webseite mal kurz in den Wartungsmodus schaltet, damit nicht öffentlich sichtbar ist, was man da eigentlich anstellt. Diese Frontend-Bearbeitung ist ganz spannend, was das eigentlich ist. Ich verwende das praktisch nie. Das hat, um das herzuzeigen, macht es Sinn, im Reiter die gemeinsamen Sitzungen zu aktivieren. In dem Systemreiter hier, weil da kann ich das am besten zeigen, weil die Frontend-Bearbeitung sagt, was ich als Administrator oder als Super-Administrator im Frontend bearbeiten kann. In dem Fall könnte ich im Frontend direkt Module bearbeiten oder ich kann auswählen, dass ich Module und Menüs direkt im Frontend bearbeiten kann, wenn ich angemeldet bin als Super-Admin oder als ein Admin, der die Rechte dazu hat. Das Einfachste, um das zu testen, ist, ich könnte mich jetzt entweder hier, ich bräuchte eine Seite, wo ich ein Login habe und würde mich hier anmelden, oder ich aktiviere im Systemreiter hier den Schalter gemeinsame Sitzungen. Das bedeutet nämlich, also wenn ich das jetzt speichere, dann werde ich hier rausgeschmissen, muss mich neu anmelden. Und das bedeutet, dass ein angemeldeter User im Backend automatisch auch im Frontend angemeldet ist. Das heißt, er muss sich nicht extra anmelden im Frontend. Das heißt, ich bin in dem Fall als Super-Admin im Backend angemeldet und automatisch, also wenn ich die Seite jetzt hier refreshe, bin ich auch als Super-Admin im Frontend angemeldet und habe jetzt hier das, was ich im Frontend machen kann, nämlich in dem Fall das Modul bearbeiten. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel die Breadcrumbs hier bearbeiten. Und komme in das Breadcrumbs-Menü, also in das Breadcrumbs-Modul hinein und kann hier im Prinzip das Gleiche machen, was ich im Backend auch machen könnte. Und hier Änderungen in diesem Modul machen. Das gilt für alle Module, die hier im Frontend zu sehen sind. Die kann ich direkt bearbeiten, weil ich die Rechte dazu habe und angemeldet bin. Ich kann in der Konfiguration hier, also hier ist. Ich kann das ausschalten. Wenn ich das gar nicht will, dass das im Frontend irgendwer darf, dann kann ich das ausschalten. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, dann habe ich diese ganzen Bearbeitungs-Icons nicht mehr. Ich kann aber auch sagen, Frontend bearbeiten Module und Menüs. Und dann kriege ich hier bei jedem Menüpunkt hier ein kleines Icon und kann hier den Menüpunkt Sport direkt aus dem Frontend
bearbeiten, genauso wie wenn ich im Backend über Module, Menu-Items und so weiter hineingegangen wäre, ist vielleicht eine komfortablere, ein schnellerer Weg, um einzelne Menüpunkte zu bearbeiten. Manchmal will ich das nicht, weil ich vielleicht eh im Frontend eigentlich gar nichts tue, weil ich als Admin sowieso immer im Backend unterwegs bin und gar nicht will, dass das im Frontend erscheint und eigentlich ist es mir dann im Weg. Dann sage ich doch einfach keine, dann sehe ich diese Optionen gar nicht. Und weil es führt nämlich manchmal dazu, dass man, Entschuldigung, es führt manchmal dazu, dass wenn das aktiviert ist, dass diese Bearbeitungs-Icons im Weg sind und ich nicht mehr gut auf der Seite navigieren kann. Beziehungsweise öffne ich, dann klicke ich auf ein Modul irgendwo drauf und öffne dauernd das Bearbeiten, anstatt dass ich das anklicke, was in dem Modul passiert. Also es kann Sinn machen, aber es muss nicht Sinn machen. Muss man sich halt überlegen, ob man das will. Der Standard-Editor ist auch ganz interessant, weil ich persönlich verwende fast immer den JCE-Editor und nicht den TinyMCE. Also das ist ein kostenpflichtiger, wenn man die Pro-Version vom JCE-Editor verwendet, ein kostenpflichtiger anderer Editor, den ich hier, wenn ich den installiere, muss ich den erst hier aktivieren, dass er auch verwendet wird. Das ist auch was, was oft übersehen wird bei unerfahrenen Usern. Die laden sich den JCE runter, installieren ihn und wundern sich, dass nichts passiert, weil man muss den in der Konfiguration auch aktivieren, dass er verwendet wird. Der JCE-Editor, ich mag den sehr gern, der hat sehr viele Funktionen, wo man das auch komfortabel konfigurieren kann. Mittlerweile hat der TinyMCE auch schon sehr, sehr viel mehr Funktionen, als er noch vor vielen Jahren gehabt hat, wo ich damit angefangen habe. Aber ich habe mich einfach so an den JCE-Editor gewöhnt. Das gehört für mich zum Standard einfach dazu. Das Standard-Capture, wenn man das verwenden will, muss man das Plugin aktivieren. Es gibt verschiedene Capture-Plugins. Recapture zum Beispiel ist DSGVO-mäßig ein Thema. Also eigentlich ist es nicht erlaubt, das einzusetzen, weil wenn man Recapture verwendet, Daten, User-Daten, IP-Adressen aus der EU hinaus an US-Server gehen, Daten nachgeladen werden von Dritten, ohne dass User dem zugestimmt haben. Also Recapture ist ein Thema, genauso wie Google Fonts, Google Maps, diese ganzen Dienste, ist auch Recapture dasselbe Thema. Es ist nicht ausjudiziert, ich sage es nur dazu. Man kann möglicherweise argumentieren, dass man da das unbedingt braucht, um Spam zu verhindern, wie das Gericht das beurteilen wird, ob das ob der eigene Wunsch, Spam zu verhindern, dem Recht der User auf ihre Daten, das muss halt abzuwägen sein, das kann man nicht beurteilen. Hier ist auf jeden Fall der richtige Ort, um ein Capture auszuwählen, wenn man eben zum Beispiel Recapture oder es gibt dann dieses Age Capture, das ist ein anderes Capture, das sehr ähnlich funktioniert wie das von Google, aber nicht von Google ist. Und es gibt auch andere Capture-Plugins, die man hier. Da wird auch, es ist dasselbe Thema, aber es ist halt nicht der Google-Konzern, sondern halt ein anderer, wo man der vielleicht weniger Daten verknüpft. Bei Google ist ja das Problem, dass die so viele Quellendaten haben, die sie dann irgendwo zusammen verbinden können und deswegen ist alles, was die halt dazu kriegen, führt halt zu weiteren Informationen. Standard-Zugriffsebene ist ganz interessant, ist hier auf Public. Wenn ich eine normale Joomla oder eine normale Webseite habe, wo ich nur Artikel erstelle, dann wird die auf Public sein, automatisch. Wenn ich eine Seite habe, wo sich User anmelden können und dann Inhalte erst sehen, wenn sie angemeldet sind oder gewisse Inhalte sehen, dann könnte man das eventuell auf Registered oder auf eine andere Zugriffsebene stellen, sodass der Redakteur nicht unabsichtlich Artikel automatisch auf öffentlich stellt, die eigentlich nicht öffentlich sein sollen. Das Oder bezieht man, sich auf das Neuerstellen von genau, auf Artikeln. das Neuerstellen von Artikeln. Oder man sagt, wir haben Redakteure und ich habe dann einen, der die Artikel freigibt. Dann sind die standardmäßig mal auf Registered zum Beispiel, sodass sie nicht öffentlich sind. Und dann gibt es am Ende, und vielleicht haben dann die Redakteure gar nicht das Recht, das kann man nämlich einstellen, ob die den Artikel überhaupt veröffentlichen dürfen, sondern dann sind die standardmäßig einfach auf Registered oder eine andere Zugriffsebene, die man definiert, dann
kann das nur dann könnten sich dann Chefredakteure oder eine Gruppe halt anmelden auf der Seite, die dann diese Artikel sehen dürfen, aber die Öffentlichkeit oder die anderen User sehen die nicht. Und erst wenn die die dann freigeben und eine andere Zugriffsebene vergeben, kommen sie dann wirklich dorthin, wo sie halt auch angezeigt werden können, sodass die Leute sie dann auch sehen können, die sie sehen sollen und nicht andere. Also ist Das ein. gilt aber nur für die Informationen, die in der Datenbank sind. Also für Leute, die mit Joomla gerade anfangen. Bilder sind nicht geschützt, weil die ja nicht Nein. in der Datenbank Genau. gespeichert werden. Ja. PDF-Dokumente Nein, sind nicht natürlich. Die haben geschützt. einen öffentlichen Also, Pfad. Ja, genau, genau. da bin ich am Anfang drüber gestolpert, habe eine PDF Ja. mit einer Teilnehmerliste Ja. und habe einen Artikel geschrieben und den Artikel natürlich geschützt. Ja, aber Ja, und die, Google hat genau. aber die Teilnehmerliste trotzdem gefunden. Ja, genau. Ganz wichtig, also nicht Also, verwechseln. Also ich verwende das gar nicht, aber ja, es also kann es kommt manchmal natürlich darauf Sinn. an, was man in dem Ja, Artikel dann genau. drinnen hat. Aber wenn ich da Ja. eben Informationen drinnen habe, die, also reiner Text, der ist dann geschützt. Genau, Ja, aber das wenn ist ich immer dann das Dateien zum Schlechte. Beispiel noch anbiete in diesem Ja. Artikel, eben Bilder oder Videodownloads oder was immer, die liegen natürlich in einem Ordner, der, wenn man den Pfad kennt, auch von außen direkt erreichbar ist. Das ist so. Aber dazu gibt es eine, man kann diese Ordner schützen in der htaccess. Da gibt es, der David Jardin von Joomla hat ein Beispiel, wo er, oder ein Blogpost hat er, glaube ich, mal geschrieben drüber, wo er ein Snippet für die htaccess anbietet, das kannst du einfügen, da passt du dann nur den Pfad zu dem Ordner an und sagst, welche Usergruppe darauf Zugriff hat. Und dann ist diese Datei geschützt, wenn du nicht angemeldet bist. Das habe ich im Einsatz auf einer Seite, wo wir einen Shop gemacht haben, genau mit Videodownloads. Also die kaufen Videos. Und ich will natürlich nicht, dass diese Videos einfach, dass irgendjemand sich dann, die kann der down, das, ich muss da das da umschalten dann. Also der kann diese Videos streamen oder downloaden. Und natürlich, wenn er sich ein bisschen auskennt und mit rechter Maustaste und untersuchen, findet er natürlich ganz leicht den Pfad zu dieser Datei und könnte den einfach weiterschicken und jeder, na? Ich schalte mal die Energieoptionen auch aus. Ist wieder Mach da? aus und tu noch mal rein. Achso, warte, ich muss wo ist das? Monitor, Strom sparen. Wie heißt das? Ist es da oder nicht? Ich tue es mal wieder raus. So, wie geht das beim Mac schnell mit dem Bildschirm ausschalten? Display, glaube ich. Ist das da? Nein. Gut, weiß ich nicht, dann muss ich immer die Maus beachten. Ja, also man findet den Pfad heraus, kann dann über die htaccess aber diesen Pfad schützen, sodass man sich eben vorher anmelden muss, um diese Datei sehen zu können. Das ist ein. Komisch, warum verschwindet das jetzt immer? Das ist ein guter Einwand. Also diese. Was macht ihr? Das ist schlecht. Das kommt auch. Ja. Die Auflösung ist okay, dann nicht mehr, oder? Okay. Jetzt, das sieht doch schon besser aus. Gut. Jetzt nichts mehr anpassen. Jetzt nichts mehr. Ja, also wir sind hier im Dashboard in der Konfiguration. Genau, wir waren bei der Standardzugriffsebene, welche Zugriffsebene neu erstellte Artikel haben. Die Standardlistenlänge, was ist eigentlich das? Die ist standardmäßig auf 20 gestellt und die sagt, also das ist die Anzahl, wenn ich zum Beispiel auf
Beiträge, also überall, wo Listen angezeigt werden, wie bei den Beiträgen, wie bei den Modulen. Also wenn ich auf Inhalt und Zeitmodule gehe, hier habe ich eine Liste und das ist hier 20 ausgewählt. Wenn ich mehr als 20 habe, kriege ich da unten eine Paginierung und kann weiterschalten. Dasselbe ist bei den Artikeln. Ich habe hier nicht mehr drin, aber da unten kommt dann eine Paginierung. Ich kann mir, wenn ich eine sehr lange Seite, also sehr große Seite habe mit vielen Artikeln drinnen, dann schalte ich hier vielleicht auf 50, 100 oder noch mehr, und um halt mehr auf einer Seite anzeigen zu können. Und in dieser Konfiguration hier kann ich festlegen, was standardmäßig passiert, wenn ich mir so eine Liste anzeige. Gilt aber nur für den Standard. Wenn ich einmal angemeldet bin und dann was ändere in diesem Dropdown, dann wird das gemerkt für die Session. Das heißt, wenn ich da dann was ändere, weil ich jetzt hier auf 100 zum Beispiel stelle und bei den und hier auch auf 100 oder auf 200, aber ich gehe dann wieder auf die Beiträge zurück, dann habe ich hier noch immer die 100 stehen, obwohl ich standardmäßig eigentlich vorher was anderes ausgewählt habe. Also das betrifft den Standard. Wenn ich danach manuell etwas ändere, dann wird das gemerkt und bis ich mich halt auslogge, dann gilt wieder der Standard. So, wir sind bei der Standard-Listenlänge, wir sind hier bei der Standard-Feed-Länge. Das ist etwas, was ich praktisch nie verwende, das betrifft die RSS-Feeds. Also Joomla bietet ja die Artikel auch als RSS-Feeds an, die man abonnieren kann, wo man benachrichtigt wird, wenn neue Artikel erscheinen. Und da stelle ich einfach ein, wie viele Artikel sind in diesem RSS-Feed drinnen. Kann ich eben auswählen, wie viele will ich da haben. Der RSS-Feed schaut so aus, das kann man mit RSS-Readern abonnieren und kriegt dann eben diese Schnellansicht der Artikel da drinnen. Das ist eben das, was da drinnen steht, wie viele Artikel da drin sind. Genauso kann ich hier festlegen, was bei jedem Artikel als E-Mail-Adresse angezeigt werden soll im RSS-Feed. Entweder gar keine oder die Standard-E-Mail der Webseite, oder wenn es verschiedene Autoren gibt, hat jeder Autor, jeder User eine E-Mail-Adresse. Das ist das, was da drinnen steht. Also wenn ich das da speichere und mit diesem RSS-Feed neu lade, da unten gibt es irgendwo die E-Mail-Adresse drinnen. Hier ist der Autor. Das ist in dem Fall die Standard-Webseiten-Adresse, die in der Konfiguration festgelegt ist. Also Super-User, und der das halt gemacht hat. So, dann gibt es die Meta-Beschreibung, die global hier gesetzt werden kann für die ganze Seite, ist aber nicht zu empfehlen, weil die würde dann überall stehen, überall das Gleiche. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, sondern das sollte man besser bei den Menüpunkten oder bei den Artikeln selbst eintragen, um eben für Suchmaschinen die richtigen Informationen zu liefern, weil man will keine Webseite haben, wo überall dieselbe Meta-Beschreibung auf jeder einzelnen Seite drinnen steht. Hier kann ich auch sagen, was die Bots, die Robots auf der Seite machen sollen oder machen dürfen. Wenn ich eine Webseite in Entwicklung habe, die auf einem Live-Server ist, der öffentlich erreichbar ist, kann es passieren, dass ein Google-Bot vorbeischaut und diese Seite indiziert und dann in den Suchmaschinen aufscheint, obwohl ich das noch gar nicht will. Also weil die halt noch nicht fertig ist zum Beispiel, und ich habe sie aber nicht im Wartungsmodus, sondern die ist live erreichbar, weil ich sie meinem Kunden zeigen will zum Beispiel, oder weil mehrere Leute daran arbeiten, dann ist die einfach öffentlich erreichbar unter Umständen, weil vielleicht die Domain eh noch nicht kommuniziert wurde oder es gibt noch keine Visitenkarten, die ausgeteilt wurden, was immer, gibt verschiedene Gründe. Ich will aber noch nicht, dass sie indiziert wird, weil ich nicht will, dass die in den Suchmaschinenergebnissen auftaucht. Kann ich auf Index und Follow stellen, dann wird die ganze Seite durchgecrawlt, also jeder Menüpunkt wird abgearbeitet und aufgenommen. Oder ich will, dass sie nicht, also da gibt es verschiedene Optionen, damit müsste man sich beschäftigen, wenn man Suchmaschinenoptimierung macht, was diese einzelnen Dinge bedeuten, also dass es nicht indiziert wird, aber die Links werden verfolgt, oder nur die Startseite wird indiziert, aber die Links nicht, oder eben gar nichts. Das sind verschiedene Optionen, die man hier für die Robots festlegen kann. Wenn die Seite live ist, dann will ich natürlich, dass sie indiziert wird und dass auch alle Links und alle Menüpunkte, die auf der Seite zu finden sind, dass die Robots einfach die ganze Seite durchgehen bis in die kleinste Tiefe. Dann ist das natürlich die Standardeinstellung, Index und Follow. Das ist das, was man auf einer Live-Seite haben will.
auf einer Seite, die eben nicht live ist oder irgendwie geschützt sein soll, da kann man sich darum kümmern. Dann kann man hier Inhaltsrechte festlegen. Das ist ein Text, den ich hier einfach eintragen kann. Diese Texte sind geschützt. Ob das rechtlich irgendeine Relevanz hat, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Aber wenn ich das da reinschreibe, die Seite neu lade und mir den Quelltext anschaue von dieser Seite, dann habe ich hier irgendwo ein Meta-Tag da drinnen im Quelltext. Da steht, diese sind geschützt. Das ist das, was ich da gerade eingetragen habe. Also ich kann einen Meta-Tag da reinschreiben, was die Inhalte meiner Seite für Rechte haben. Ich kann da reinschreiben, dass das Open Source ist und jeder das verwenden darf. Oder dass ich um Nennung bitte oder was immer. Also das, was das für eine rechtliche Relevanz hat, kann ich nicht sagen, aber man kann es hier tun. Genauso kann ich hier das Autor-Meta-Tag anzeigen, ja oder nein. Also wer der Autor dieser Artikel sind, das ist auch etwas, was da im Quellcode erscheint. Da gibt es einen Autor-Tag irgendwo bei den Artikeln dann drinnen. Ich kann die Joomla-Version anzeigen lassen im Quelltext. Ist meiner Meinung nach nicht unbedingt eine ganz gute Idee, weil das muss ja nicht jeder gleich sofort sehen, welche Version ich da habe und ob die aktuell ist oder nicht. Ich meine, die es wissen wollen, weil sie versuchen wollen, irgendwie reinzukommen, die haben sicher andere Möglichkeiten auch, aber man muss es ja nicht gleich ganz vorne draufschreiben auf die Webseite, dass das jetzt vielleicht nicht die allerneueste Version ist. So, die suchmaschinenfreundliche URL ist ein interessanter, wichtiger Aspekt, weil Joomla standardmäßig, wenn das nicht aktiviert ist, halt natürlich keine so wahnsinnig hübschen Links macht, weil dann schaut ein Link, also eine URL schaut halt dann so aus. Wir wollen aber sprechende URLs haben, also wir wollen für Menschen verständliche URLs haben, wir wollen auch für Google verständliche URLs haben, also dass in der URL drinnen steht, wie ist der Pfad, wie bin ich da hingekommen zu diesem Artikel, wie ist der Seitentitel, wie ist der Artikeltitel und so weiter, weil das einfach für das Ranking von Google große Vorteile hat. Deswegen aktiviere ich das jetzt mal und es erscheinen weitere Optionen. Wenn ich da jetzt nichts weiter mache und die Seite, diese URL neu mache, dann kriege ich hier eine schon mal schönere URL, aber es steht zumindest Politik jetzt da, weil ich diesen Menüpunkt angeklickt habe. Es steht noch immer dieser Index.php da drinnen. Die will ich eigentlich auch nicht drinnen haben und dafür muss man dieses URL-Rewrite nutzen. Da muss ich aber, damit das funktioniert, am Server mit FTP im Normalfall oder dadurch, dass ich hier lokal arbeite, diese htaccess umbenennen. Da gibt es einen File im Root-Verzeichnis der Joomla-Installation. Das ist das Standard-htaccess, die bei der Joomla-Installation mitgeliefert wird. Die muss ich umbenennen und zwar in Punkt, einen Punkt davor und das txt-Punkt weglöschen. Ah, super, das darf ich lokal jetzt wieder mal nicht. Witzig, das habe ich aber vorher schon mal gemacht. Das habe ich doch schon gemacht, warum darf ich das jetzt nicht? Ah, mit dem darf ich es, glaube ich. Der Vorführdefekt. Ja, genau. Aber ich glaube, mit der lasst mich das, glaube ich, lustigerweise. Genau. Wenn ich das jetzt aktiviert habe und auf Politik klicke, dann habe ich das Index.php weg und ich habe schöne sprechende URLs, so wie es sein soll. Bei der htaccess gibt es einen Punkt, der mir immer wieder unterkommt, der hängt mit bestimmten Serverkonfigurationen zusammen. Und zwar mögen manche Serverkonfigurationen in Österreich, World4U zum Beispiel, die Standard Joomla htaccess nicht, so wie sie hier ist. Also wenn ich das mache, die umbenenne und die Seite neu lade, kriege ich einen Error 500. Das liegt bei htaccess. Also bei World4U und auch bei anderen ist es mir schon untergekommen, an dieser Zeile in der htaccess. Die mögen diese Follow-Sym-Links, die mögen diese Option hier nicht. Das heißt, ich setze hier eine Raute davor, ich kommentiere das aus, wenn mir das mal unterkommt. Dann kommentiere ich diese Zeile aus und damit ist dieser Error 500 behoben und das funktioniert wieder. Das kommt mir auf manchen Serverkonfigurationen vor. Ich bin kein Server-Admin. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Ich weiß, wie ich es beheben kann und das reicht mir. Das andere, da müssen sich die Server-Admins drum kümmern.
Dann gibt es die Option, die Dateiendung an die URL anfügen. Da wird er mir, wenn ich das mache und die Seite neu lade, an die URL hinten .html dranhängen. Also es wird quasi eine statische Webseite simuliert, die nur aus HTML-Seiten besteht. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Wir brauchen recht häufig, wenn wir statisches, aus statischen Seiten Joomla zu machen. Ja. Für uns die Umleitung danach. Ja, okay. Das ist ein. Ja, das ist ein. Ja, das ist ein guter Einwand. Wenn man statische Webseiten. Kann ich es erklären? Oder? Ja, klar. Wenn man statische Webseiten hat, also die noch nicht in einem CMS drinnen sind, die aus einzelnen HTML-Files bestehen, die schon von Google indiziert sind, dann habe ich halt die URLs in den Google-Ergebnissen drinnen und aus dem Grund kann man das hier aktivieren, damit die Google-Ergebnisse, die Links weiter funktionieren. Jetzt habe ich Die Unicode-Aliase, die erlauben es zum Beispiel Umlaute in der URL drinnen zu haben. Normalerweise nicht, aber mit den Unicode-Aliasen könnte ich auch URLs mit Umlauten haben, zum Beispiel. Also ich könnte Österreich in der URL drinnen stehen haben. Ist die Frage, nachdem sich das eigentlich so durchgesetzt hat, dass URLs ohne Umlaute und so weiter sind, ist die Frage, ob man das will. Es kann, glaube ich, auch auf manchen Servern zu Problemen führen, die damit nicht umgehen können. Also im Zweifelsfall würde ich es nicht aktivieren. Den Website-Namen auch im Seitentitel finde ich ganz spannend, weil ich kann den Titel, also wenn ich jetzt hier die Seite mir anschaue, dann habe ich hier den Seitentitel, das ist das, was da im Tab drinnen steht, das ist der Seitentitel, der heißt jetzt Politik, weil ich jetzt auf der Seite Politik bin. Ich kann mir aber auch den Website-Namen im Seitentitel anzeigen lassen, und zwar entweder davor oder danach. Das heißt, das ist das, was ich hier oben eingetragen habe, kann ich hier unten entweder davor oder danach anhängen lassen. Nicht die Seite jetzt neu lade, habe ich jetzt lustigerweise, achso, ich habe das, da habe ich jetzt, weil ich das HTML dann noch da drinnen habe, das natürlich jetzt nicht mehr funktioniert, aber ich habe jetzt hier einen Seitentitel Joomla 4, das ist der Seitentitel und danach den Titel der Seite. Kann unter Umständen interessant sein, wenn man das will, oder eben danach, dass ich davor immer den Titel habe von der Seite, wo ich gerade bin und hinten dran noch den Titel der gesamten Seite. Das Domain-Cookie und der Cookie-Pfad ist etwas, mit dem ich mich bis jetzt noch nie beschäftigt habe, aber das betrifft Seiten, die zum Beispiel ein Shop, der auf einer Subdomain läuft. Also ich habe eine Joomla-Installation, die läuft auf www.irgendwas.de und dann habe ich einen eigenen Shop, der auf shop.irgendwas.de läuft und dieses Domain-Cookie, das würde sonst für die gesamte Domain gelten, also das kann ich hier einstellen, ob Cookies für die gesamte Domain oder auch für Subdomains gelten und kann das hier konfigurieren. Also wenn ich mehrere Installationen habe auf derselben Domain, aber die auf verschiedenen Subdomains erreichbar sind, dann mag dieses Domain-Cookie ein Thema sein. 15 Minuten. Okay, super, das, wow. System Debuggen ist auch ein ganz spannendes Feld, vor allem wenn man dann mal schon mehr Erfahrung hat mit Joomla-Seiten, weil ich hier einfach Fehler finden kann. Das ist heikel, wenn ich das nämlich aktiviere, wird mir standardmäßig im Frontend, also auf einer Live-Seite, werden mir hier da unten alle möglichen Informationen angezeigt, da unten nämlich, wo ich sehr viele Informationen sehe, die ich nicht öffentlich haben will. Also das soll niemand sehen, der jetzt einfach auf die Seite kommt, weil jemand, der das sieht, durchaus einige Rückschlüsse ziehen kann, was auf der Seite so passiert und wo man da vielleicht irgendwie Zugriff drauf findet. Deswegen sollte man, wenn man das verwendet, das entweder nicht auf einer öffentlichen Seite machen oder bei den Plugins. Es gibt das Debug-Plugin und dort kann ich festlegen, welche Benutzergruppe die Debug-Informationen sehen kann. Und wenn ich das auf Superuser dort stelle und diese gemeinsame Sitzung aktiviert habe, wo ich dann automatisch im Frontend angemeldet bin, dann sehe auch nur ich das und nicht irgendjemand, der öffentlich ist. Ist das nicht Standard? Nein, glaube ich nicht.
Also wenn ich auf, wenn ich mir die Plugins hier anschaue und ich suche mal das Debug-Plugin, da ist jetzt keine erlaubte Gruppe drin. Wenn ich jetzt aber sage, ich stelle das hier auf Superuser und gehe auf Speichern, dann sehe ich jetzt hier als Superuser noch immer diese Debug-Informationen oder bin ich jetzt rausgeschmissen? Also ich bin jetzt rausgeschmissen, ich bin jetzt nicht angemeldet hier, habe ich jetzt, muss jetzt im, in der, ich bin jetzt nicht angemeldet, genau, so. System debuggen. Ich bin jetzt nicht angemeldet. Im Backend sehe ich das, diese ganzen Dinge. Da bin ich jetzt angemeldet, weil ich die gemeinsame Session aktiviert habe. Ich habe mich angemeldet als Superadmin, bin auch im Frontend angemeldet. Wenn ich auf Logout gehe, dann sind diese Informationen alle weg. Als Superadmin kann ich mich aber hier anmelden. Also wenn ich mich in dem Fall jetzt im Frontend anmelde, als Superadmin sind sie wieder da. Also mag Sinn machen, sich da mit zu beschäftigen, wenn man das mal braucht. Ich schalte das jetzt wieder aus, weil das ist mir alles zu viel hier. So. Na? Lustig. Was ist jetzt? Benutzer, ich melde mich mal ab. Kann ich jetzt nicht mehr die ausschalten, muss ja auch gehen. So. Das Sprache-Debuggen ist ganz spannend, wenn man mit mehrsprachigen Webseiten arbeitet, weil nicht überall gleich die richtigen Übersetzungen drinnen sind oder ich möchte sie anpassen oder ich habe eine Erweiterung installiert, die mir keine Übersetzung liefert oder ich habe zum Beispiel Deutsch-Österreich eingestellt als Sprache und die Erweiterung liefert aber nur Deutsch-Deutschland und dann fehlen mir die entsprechenden Sprachstrings und ich kann mit Sprache-Debuggen mir hier anzeigen lassen, wie die Sprachstrings heißen, für die ich einen Language Override erstellen kann, damit mir dann auch die richtige Sprache angezeigt wird. Und da unten kann ich wählen, sieht man jetzt ein bisschen schwer, wird man aber gleich sehen, wenn ich es wieder aktiviere. Dann sehe ich, ich kann mir anzeigen lassen, ob ich die Sprachstrings sehen will auf der Seite, um den Override zu erstellen oder wie das der Wert dann heißt, den dieser Sprachstring hat. Also das kann ich mir hier anzeigen lassen, genauso auch im Frontend. Da sehe ich hier zum Beispiel der Suche, ich könnte das jetzt irgendwie übersetzen und ist zum Debuggen ganz spannend, wenn man das brauchen kann. So, dann ich beeile mich mal ein bisschen, bin gerade überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Cache ist ein Thema, um Seiten schneller zu machen. Es gibt hier zwei Cache-Einstellungen. Ich verwende, wenn ich sie verwende, nur den normalen Cache, der cached die Module für eine gewisse Zeit und liefert dadurch die Seite schneller aus. Also der Erste, der auf die Seite geht, da wird die Seite aufgebaut, dann kommt sie in den Cache und wird dem Nächsten, der daherkommt, schneller ausgeliefert, weil er sie nicht vorher zusammenbauen muss. Es gibt das erweiterte Caching noch, wo ich bis jetzt nur gehört habe, dass das nicht hundertprozentig immer funktioniert und auch für Troubles sorgen kann, vor allem wenn es darum geht, dynamische Inhalte in Modulen zum Beispiel anzuzeigen, dass dann eben Dinge nicht mehr aktuell sind, weil eine alte Version ausgeliefert wird und nicht das Richtige aus der Datenbank rausgeholt wird. Ich würde, wenn das normale Caching verwenden, das erweiterte Caching, kann zu Troubles führen. Sitzungsspeicher ist, wie lange ist ein User angemeldet? Also Sitzungsspeicher kann ich auf Datenbank oder Dateisystem stellen, das lasst man im Normalfall auf Datenbank. Das heißt, wenn jemand sich anmeldet, wird er in der Datenbank gespeichert, diese Session. Und wenn er nichts tut, ist er für 15 Minuten angemeldet und danach läuft diese Session ab und er ist wieder abgemeldet. Das kann ich hier konfigurieren, wie lange ich das haben will. Das kann unter Umständen sein, dass ich will, dass der länger angemeldet ist. Ich habe in einem Barrierefreiheitslehrgang gehört, dass das ein Faktor ist, der Seiten inaccessible macht, wenn die Sitzungslänge zu kurz ist, weil die anscheinend für manche Dinge halt einfach länger brauchen und dann werden sie plötzlich rausgeschmissen, obwohl sie eigentlich noch auf der Seite eingeloggt sein wollen. Also es kann ein Thema sein, dass man hier die Sitzungslänge erhöht. Gemeinsame Sitzungen habe ich eh schon erklärt. Sitzungsmetadaten, das sind einfach bestimmte Informationen, die in der Session gespeichert werden über angemeldete User, also Username, wann hat er sich eingeloggt und diese ganzen Dinge.
Die kann ich hier auch ein- und ausschalten und dann gibt es dasselbe noch für User, die nicht identifiziert sind als User, weil sie nicht angemeldet sind, sondern die sind einfach ein Gast auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber sie sind jetzt auf der Seite, ist ein Gast und der hat halt auch eine gewisse Session hier, solange er auf der Seite ist. Wird dann auch in der Datenbank gespeichert, bis er den Browser wieder schließt. So, Server, das Verzeichnis, wo die temporären Dateien liegen, also wenn ich was uploade, dann wird das dort mal abgeloadet, dann entpackt und dann installiert zum Beispiel, muss natürlich angegeben sein, muss beschreibbar sein, damit das funktioniert. Die GZIP-Komprimierung kann ich aktivieren, um die Seite schneller zu machen, weil dann einfach die HTML-Seite komprimiert ausgeliefert wird und dadurch schneller im Browser schneller an den Client kommt. Kann man die beruhigt standardmäßig anmachen? Bitte? Kann man die beruhigt standardmäßig anmachen? Lieferst du alles? Ich mache das, ja. Also ich schalte das immer ein. Fehler berichten ist auch ein Thema, wenn was nicht funktioniert. Da werden mir PHP-Fehler angezeigt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und da gibt es verschiedene Stufen, ob mir auch Warnings angezeigt werden. Warnings sind Funktionen in PHP, die zwar funktionieren, aber gibt mir einen Hinweis, irgendwas ist nicht ganz richtig, es funktioniert trotzdem. Dann zeigt er mir bei Maximum alles an. Warnings kann man sich dann anschauen, ob man damit was tun muss. Wenn es funktioniert, ist es okay. Dann gibt es auch noch Notices. Also es gibt verschiedene Fehlerlevels in PHP, die man sich hier anzeigen lassen kann. HTTPS erzwingen ist auch ein wichtiges Thema. Wenn ich ein SSL-Zertifikat habe, was mittlerweile eigentlich jede Seite haben sollte, kann ich hier halt erzwingen, dass die Seite ohne HTTPS gar nicht erreichbar ist, sondern automatisch auf die HTTPS-Version umgeleitet wird. Und ich kann halt sagen, ob das nur der Administrator sein soll oder Frontend und Backend. Die Serverzeit, also da kann man sagen, in welcher Zeitzone befinden wir uns eigentlich. Da tragt man im Normalfall die Zeit ein, in der die Website auch ist, also der Betreiber der Webseite, weil sonst zeitbasierte Dinge möglicherweise nicht funktionieren. Und ich kann ja zum Beispiel Artikel automatisch ablaufen lassen an einem gewissen Datum und Uhrzeit. Wenn das hier nicht korrekt definiert ist, dann wird er die nicht zu der Zeit ablaufen lassen, wo ich glaube, dass sie ablaufen, sondern halt ein paar Stunden vorher oder nachher. Das ist ein Websicherheitsthema, die Cross-Origin-Resource-Sharing kann ich hier aktivieren, wenn es andere Webseiten gibt, die irgendwelche Ajax-Calls oder mit der Schnittstelle aktivieren, also mit der Schnittstelle interagieren sollen, die Joomla bereitstellt, dann ist das von Haus aus eigentlich nicht erlaubt, also dass Webseiten mit anderen Webseiten interagieren und sich von dort einfach irgendwie was holen, das ist sicherheitstechnisch kann das ein Problem sein, dass, wenn man das will, soll man das hier aktivieren. Load Balancer und Proxy sind auch so Server-Geschichten, weil wir sind ja auch im Server-Tab, also wenn ich Webseiten habe, die Massenbesuche haben, weil sie gerade in den Medien sind, dann kann ich einen Load Balancer einschalten und ein CDN davor hängen und lauter solche Dinge, die halt die Seite weltweit verteilen und die Last auf die Server verteilen, damit nicht ein Server jetzt von 5000 gleichzeitig Besuchern überlastet wird. Das sind so Dinge, mit denen man sich hier beschäftigen kann. Das würde ich in Ruhe lassen, weil wenn die Seite mal läuft, dann ist die Datenbankverbindung ja aktiv und sobald ich hier nur irgendwas ändere, hat Joomla die Datenbankverbindung verloren und ich habe ein Problem, weil die Seite tot ist und ich komme nicht ins Backend, weil keine Verbindung zur Datenbank mehr da ist. Da kann ich dann als einzige Lösung, sollte ich hier mal irrtümlich was reingeschrieben haben, muss ich in die Configuration PHP gehen, weil da wird das alles gespeichert und muss in der Configuration PHP das wieder ausbessern, was ich hier verbockt habe. Das Passwort ist auch in der Configuration PHP. Das muss man nicht in der Datenbank ändern. Das ist das Datenbankpasswort. Genau. Das ist in der Configuration PHP drinnen. Ja, also wenn du kannst. Wenn ich das versehen reintippe, dann weiß ich es in der Regel nicht. Nee, dann musst du in deinem Hosting nachschauen oder im Hosting das Datenbankpasswort ändern, in der Configuration PHP das neue Passwort eintragen und dann ist deine Seite wieder erreichbar. Genau. Die Verbindungsverschlüsselung hat auch, da kannst du diese Einweg- und Zweiwege-Authentifizierung einschalten. E-Mail senden, ob ich will, dass die Seite E-Mails überhaupt versenden darf. Serienmail, wenn ich an alle meine registrierten User Mails verschicken will. Also kann ich auch bei den Userrechten gewissen Usergruppen die
Erlaubnis erteilen, dass die an alle registrierte User aus dem Backend heraus Mails verschicken können. Mails senden überhaupt, standardmäßiges PHP-Mail aktiviert, würde ich nicht empfehlen, weil die meisten PHP-Mails, also Mails, die mit PHP-Mail versendet sind, sehr häufig in Spam hängen bleiben und nicht durchkommen. Also würde ich da auf SMTP umschalten und mir eine tatsächliche E-Mail-Adresse beim Host anlegen für die Webseite und die Zugangsdaten hier eintragen und über den SMTP-Server verschicken. Das ist einfach die sicherere Variante, um sicherzugehen, dass Mails auch durchgehen. PHP-Mails bleiben bei so vielen Mail-Servern mittlerweile einfach so hängen, kommen nicht durch. Ja. So, wir sind bei der Protokollierung. Also ich kann hier ein Protokollverzeichnis eingeben. Das ist eh schon vorgegeben, auch durch die Joomla-Installation in den meisten Fällen muss natürlich auch beschreibbar sein. Ich kann das Protokollieren aktivieren, dann werden mir Fehler in ein Protokoll hineingeschrieben. Also wenn auf der Website irgendwas nicht funktioniert, wenn ich PHP-Fehler habe, wenn Datenbank nicht erreichbar oder was immer. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wo man auch definieren kann, was ich alles will, was ich alles protokolliert haben will. Damit mein Log nämlich nicht zu groß wird, kann ich sagen, ich will nur Alarm oder kritisch haben, weil wenn ich alles mir protokollieren lasse, dann können solche Textdateien, man mag es nicht glauben, aber innerhalb kürzester Zeit Gigabyte groß werden und den Server durchaus dann einfach mal zumüllen. Wenn ich dieses Log einschalte und vergesse und diese Seite dann ein paar Monate oder vielleicht Jahre läuft und irgendwann mich wundere, warum ich keinen Platz mehr habe am Server, dann kann man mal in dieses Log-Verzeichnis reinschauen. Da gibt es dann diese Protokollkategorien, da könnte man auch noch eintragen. Ein Punkt sage ich auch noch gleich dazu, es gibt diese Inline-Hilfe, die habe ich nämlich auch erst jetzt entdeckt. Da gibt es nämlich schon Hilfetexte, habe ich vorher noch nie verwendet, ist mir jetzt untergekommen beim Vorbereiten, man kann das hier aktivieren, Inline-Hilfe umschalten, dann kriegt man zu sehr vielen Punkten nämlich einen Hilfetext dazu, der einem was erklärt, damit man nicht sich dann das Video von mir nochmal anschauen muss, kann man vielleicht auch einfach diese Inline-Hilfe einschalten und hier mal nachschauen. Und dann gibt es noch diesen Protokoll-Kategorie-Modus, ob das auch im Protokoll drinnen steht, welche Kategorie da ist. Also Protokolle sind sehr heikel, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, was man da alles haben will und ob man mit den Informationen was anfängt oder nicht. Dann gibt es noch die Textfilter, das ist auch ganz spannend, da wird eh eigentlich auch alles erklärt. Ich kann verschiedenen Zugriffsebenen verschiedene Dinge erlauben. Ich kann zum Beispiel eben sagen, wer, wenn er einen Artikel schreibt, überhaupt nur Text schreiben kann, ohne irgendein HTML oder irgendwas drinnen, gar keine Formatierung, nichts, der darf nur reinen Text schreiben, aus Sicherheitsgründen, weil ich nicht will, dass der irgendwas tut damit. Also oder die Seite verhunzt, weil er da jetzt irgendwelche Styles hineinschreibt oder Dinge fett macht oder Links oder was immer. Das darf der einfach nicht. Der darf nur Text schreiben. Da kann ich jetzt eben einer Usergruppe sagen, okay, nein, du Autor, Usergruppe Autor darf nur reinen Text schreiben, ohne irgendein HTML. Oder ich habe eben, so wie es hier Standard ist, Standard blockierte Elemente. Gibt es hier die Standard Blacklist, da steht drinnen, was alles blockiert ist, also was der nicht darf. Der darf keine iFrames einbinden zum Beispiel. Wenn man sich wundert, warum der will ein YouTube-Video einbetten in seinen Artikel, geht nicht, wird rausgeschmissen. Der kopiert den Code von YouTube rein, wird beim Speichern rausgeschmissen, dann liegt das daran. Also mit diesen Textfiltern kann man sich auch beschäftigen, wenn man verschiedene User hat, die auf der Seite Dinge anstellen. Könnt mal hier. Das ist unabhängig, was für einen Editor man verwendet. Ja. Also im JSE-Editor oder im Tiny kann man das auch nochmal konfigurieren, aber das ist die Standard-Joomla-Konfiguration, wo man auf jeden Fall mal nachschauen muss. Auch zum Beispiel, wenn man Custom-Fields verwendet, da greift auch dieser, bei den Plugin-Einstellungen vom Custom-Field gibt es auch nochmal die Einstellung, was in dem Custom-Field erlaubt ist, ob da Text rausgeschmissen wird oder nicht. Also wenn ich ein Editor-Feld habe und da aber eigentlich das Custom-Field erlaubt keine HTML, dann hilft mir das Editorfeld gar nichts. Genau. Und das war eigentlich schon mal die globale Konfiguration, so wie wir es in Joomla 4 jetzt durchgegangen sind. Der Berechtigungsreiter, das ist etwas, mit dem ich mich morgen beschäftigen werde in meinem Vortrag, wo wir Berechtigungen uns anschauen und was mit verschiedenen Benutzergruppen und Zugriffsebenen so alles angestellt werden kann. Hat sich das geändert von Joomla 3?
Nein, das ist eigentlich dasselbe, aber es gibt halt gewisse Vokabeln, die man verstehen muss und wie diese Vererbung funktioniert und das alles, das ist das Thema von morgen. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, bitte. Ja. Die Frontend-Anmeldung komplett auszuschalten, geht das in Joomla 4 oder? Du meinst, dass, du kannst das Modul natürlich einfach ausblenden? Ja, dann kommt, ja, aber dann kommt man ja gar nicht mehr rein. Aber das was? Modul, also Hintergrund ist, es gibt Passwort-Attacken auf die Seite. Ja. Und die verwenden also zu 99% das Frontend-Login, nicht das Admin-Login. Ja, okay. Kann man dieses Frontend-Login nicht komplett abschalten, dass die das gar nicht, dass da gar kein Access möglich ist? Weil wenn man es deaktiviert, kommt man überhaupt nicht mehr auf die Seite. Also du kannst einfach mal das Modul ausblenden, damit es nicht auf der Seite sichtbar ist. Das ist mal das Erste. Aber wenn du über die URL, über com-User, dann kommt man, natürlich komme ich dann auf den, die User-Registrierung. Gute Frage. Bin ich gerade überfragt, ob man... Das ist eine Berechtigung. Die Optionen von Benutzern? Bitte? Wenn ich auf Benutzer gehe, bei den Optionen hier kann ich die User-Registrierung deaktivieren, dass das nicht erlaubt ist. Aber die Anmeldung, das ist es nicht. Nee, das müsste dediziert von Joomla 4 neue Funktion sein, aber okay. Also, okay, gut. Also bei den Benutzeroptionen kann ich zumindest die Benutzerregistrierung mal ausschalten. Mag ein Thema sein, ich habe jetzt gerade im Sommer 2 Seiten gehabt, wo ich tausende Fake-Benutzer am Tag gehabt habe, plötzlich, weil irgendwo vergessen wurde, diese Benutzerregistrierung zu deaktivieren. Und dann melden sich da die Bots an, die sind halt alle dann nicht freigeschalten, aber du hast halt eine Seite mit tausenden Usern, die du nicht brauchen kannst. Demnach wäre das Backend über HTTPS abzusichern. Ja, aber Frontend geht. Quasi blöd, wenn die Angriffe eben Frontend kommen. Musst du so. Ja, genau. Ja. Und das ist bei mir so. Da kommen aus China, aus Russland ständig Anfragen und belasten mit Server. Und wenn man das Modul deaktivieren könnte, ohne die ganze Seite runterzunehmen, wäre das schon gut. Ja. Okay, das kann ich mir dann anschauen noch im Anschluss. Weil wenn ich jetzt einen Menüpunkt Anmeldung mache. Ja, man kann die Komponente direkt aufrufen. Das hilft alles nicht. Ja, eben, aber ich kopiere mir jetzt mal, genau, also es geht um diesen Link, ne? Ja, genau. Also es geht um den Link. Genau. Weil jetzt. Es gibt natürlich Hardcore-Methoden, diesen Link zu deaktivieren, aber darum geht es nicht. Es ging mir eigentlich darum, das Modul zu deaktivieren. Also wenn ich jetzt bin ich hier abgemeldet, genau. Also wenn ich jetzt auf Anmeldung gehe, es geht um diese View. Ich habe hier jetzt die suchmaschinenfreundlichen URLs aktiviert, aber eigentlich liegt diese URL dahinter. Und wenn Bots daherkommen und auf diese URL kommen, wie kann ich diese URL schützen? Guter Punkt, ja. Weiterleitung vielleicht. Du willst die Frontend-Anmeldung einfach deaktivieren, nur das Backend. Genau. Und wenn man das Modul aktiviert, dann kommt man gar nicht mehr rein. Auch nicht ins Backend. Nee, dann ist man raus. Dann wird es ganz schwierig. Ja, das darf man nicht deaktivieren. Also Vorsicht. Das Login-Modul darf man nicht deaktivieren unter dem Modul. Dann kommt man gar nicht mehr ins Backend. Dann ist es Feierabend. Da hat man größeres Problem. Ich kann mir vorstellen, wie du rausgekriegt für ein Gesicht gibt, den du feststellst. Ich habe probiert, ja. Gut, ja, passt, ja. Ein Wort. Ja, vielen Dank. Das war's. Wer Lust hat, morgen meinen Vortrag über Benutzerberechtigungen. Dankeschön.